Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ich meinen mediterranen Nudelsalat mache. Dafür braucht ihr 750 Gramm Nudeln. Ich habe da Rigatoni selbst gemacht. Falls ihr Interesse habt, wie ich meine Nudeln selbst mache, schaut doch einfach unten in der Infobox vorbei. Da habe ich euch das Video verlinkt. Des Weiteren braucht ihr 7 Esslöffel Öl, 3 Esslöffel Balsamico, Balsamico-Creme, Gewürze, da habe ich Salz, Pfeffer und Spaghetti-Gewürz genommen. Des Weiteren braucht ihr Cherry-Tomaten, da habe ich ungefähr 10 Stück geviertelt. Eine Zwiebel, die fein gewürfelt wurde. 100 Gramm Artischocken, 10 milde Peperoni, 150 Gramm getrocknete Tomaten. Da habe ich die aus dem Glas genommen und nehme davon immer noch ein bisschen gerne das Öl, weil das auch nochmal einen super Geschmack gibt. Und zum Schluss braucht ihr noch Rucola und 125 Gramm Parmesan und den Salat damit zu toppen. Die Zutaten gebt ihr alle drauf und dann haben wir schon einen super leckeren Nudelsalat. Das Olivenöl oder Sonnenblumenöl, da könnt ihr euch aussuchen, welches Öl ihr möchtet. Ich nutze jetzt Sonnenblumenöl, gebt ihr am besten dann drauf, wenn die Nudeln noch lauwarm sind, weil dann lassen sie sich besser vermischen und backen nicht direkt an. Balsamico gebe ich direkt hinterher. Und die Gewürze ebenfalls. Das verrühre ich jetzt schon mal. Jetzt gebe ich noch die restlichen Zutaten hinzu. Immer noch ganz zum Schluss drüber und dann sieht man auch schön, dass die Farbe sich verändert, ein bisschen dunkler wird. Auch noch super schmeckt, sind Oliven. So falls Olivenliebhaber unter uns sind, super gerne Oliven dazugeben. Ich mache es heute nicht, weil meine Familie später zum Essen kommt und meine Schwester mag keine Oliven. Wie ihr seht, habe ich den Rucola und den Parmesan noch nicht mit untergehoben, weil ich stelle den Salat jetzt nochmal in den Kühlschrank, bis meine Gäste kommen und hebe das dann nachher unter, bevor ich den Salat serviere. Bevor ihr den Salat serviert, rührt den am besten nochmal um. Wenn ihr dann merkt, dass die Nudeln aneinander kleben, dann kommt noch ein Schluck Öl einfach hinzu und dann ist das Problem schon gelöst. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr lasst es euch später schmecken. Weitere Rezepte findet ihr auf meiner Internetseite oder bei mir auf Instagram. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal, eure Jannika.